Hallo Leute, es sind endlich News zu Patch 1.1 da. Wir wissen nun, wie das Spawn aussehen wird, wer kommen wird beim Beschwören und andere Infos. Als allererstes aber, ihr bekommt eine Nachricht von Paimon, dass der Battle Pass enden wird. Holt euch eure 1000 Mora ab und Paimon bittet euch, im Battle Pass eure Belohnung abzuholen, denn er wird ja enden. Ein neuer kommt. Dort gibt es dann im Prinzip genau das gleiche, wie es in diesem Battle Pass gibt. Wenn man ihn käuflich erwerbt für Echtgeld, bekommt man dann natürlich wieder eine Waffe. Die Waffe wird werden, also die Waffen werden die gleichen sein. Zum Beispiel, wenn ihr euch das Exert holen wollt, solltet ihr das wieder machen. Dann könnt ihr es aufstufen, verbessern. Dann Ankündigungen. Hier habt ihr die News zu Patch 1.1. Das Update beginnt morgen am 10.11. um 23 Uhr. Wird 5 Stunden lang dauern. Nach den 5 Stunden bekommen wir alle bis in 5 Stunden später 300 Primo Gems. Für jede Stunde sind es 60. Für jede weitere angefangene, falls es länger dauern wird, sind es 60 obendrauf. Für jede Stunde, die es weniger wird, wird es keinen Abzug bekommen. Wir bekommen auf jeden Fall diese 300. Solltet ihr über ein Handy spielen etc. pp., solltet ihr über WLAN verbunden sein, weil das viele Daten sein werden. Am PC habt ihr hoffentlich gutes Internet. Bis hier steht, 5 Stunden wird es dauern. Updates werden so sein wie das letzte Mal. Falls ihr erst neu beginnt, interessiert euch das eh nicht, weil das alles dabei sein wird beim Installieren. Wenn ihr diese Primo Gems haben wollt, müsst ihr mindestens Abenteuerstufe 5 erreicht haben und euch bis zum 14.11. eingeloggt haben, 4 Uhr. Dann bekommt ihr das. Der Brief ist 30 Tage lang gültig, also kann dann auch im Nachhinein einmal angeklickt und abgeholt werden. Und der Höhepunkt der Aktualisierung ist natürlich, ihr wolltet alle wissen, wer kommt ins Banner rein. Es wird sein einmal der Graf und Diona. Die anderen beiden, Zhongli und das Feuermittel, die sind erst danach verfügbar. Das Ganze läuft bis 15.59 Uhr am 1.12.2020 und ihr bekommt da auch die Chance, Beidou oder Ningguang zu bekommen. Also diese beiden Charaktere sind auch erhöht und Probelauf könnt ihr auch bis zu dem Tag abschließen. Dann bekommt ihr, wisst ihr, Belohnungen. Zhongli und Xinyan kommen danach, wie es aussieht. Dort steht nämlich in einem späteren Banner. Das heißt, diese beiden nicht, aber das wussten die meisten Leute, die es geschaut haben, eh schon. Es wird neue Waffen geben. Darauf werde ich jetzt nicht so zu viel eingehen, weil ich Free-to-Play-Spieler bin und andere Free-to-Play-Spieler das vielleicht auch nicht unbedingt ausprobieren sollten, in den Banner zu investieren. Ich habe 10.000 Primogems, das bedeutet, ich könnte 60 Mal beschwören. Ich werde wahrscheinlich alles in die Hunde reinballern. Wenn ich Glück habe und sie früher bekomme, versuche ich vielleicht einmal 10 Mal das Waffenbanner zu probieren. Da weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht auch, ja. So, wie gesagt, Waffen überspringe ich jetzt. Es wird neue geben. Und die werden aufgeteilt auf 2 Banner. Aber für alle ungeduldigen Leute, es wird endlich der Archontenauftrag weitergehen. Dafür muss man mindestens Level 35 erreicht haben und natürlich den zweiten Akt von dem Archontenauftrag abgeschlossen haben. Und dieser ist erst verfügbar, Level 35, also ja, da wird es weitergehen. Es gibt einen neuen Legendenauftrag vom Grafen, da muss man aber mindestens Stufe 40 erreicht haben, um den Legendenauftrag zu machen. Es gibt dann neue Weltaufträge, was uns natürlich auch freut. Es gibt Mora-Material für Figuren-XP etc. pp. Und dann gibt es ein neues Event, in dem man verschiedene Währungen sozusagen bekommen kann und diese eintauschen kann gegen Held der Weisheit, Verstärkungs-Essenz, Material zur Verbesserung von Talenten, Charaktere, bla bla bla. Und dann gibt es Pakt der Prinzessin. Wenn man diesen abschließt, kriegt man eine Fischl gratis. Ein 4-Sterne-Charakter, der extrem stark im DPS ist.
auf Stufe, also wenn man die Konstellation 1 hat, wenn man zum Beispiel schon eine Fischl gezogen hat, kann man dann die zweite verwenden, um diese zu verbessern. Also man bekommt eben ihre Essenz dann. Ja, Städte ansehen gibt es. Es ist ein Ruf, den man ab Abenteuer Stufe 25 bekommen kann, wenn man den Archontauftrag in Mondstadt abgeschlossen hat. Und in Nye muss man Archontauftrag also zweiten Akt Archontauftrag der Abschiedsbesuch abgeschlossen haben. Das heißt, da muss man Stufe 35 sein, um das zu machen. Und kann dann im Ruf haben in einer oder in der anderen Stadt. Jede Woche könnte man abwechseln oder halt einmal zuerst die erste oder die zweite machen. So wäre es empfohlen, dann kriegt man Rezepte für verschiedene Sachen. Zum Beispiel um Geokolosse zu farmen oder Animokolosse leichter zu finden, Truhen zu finden, etc. pp. Gibt es Erkundungsfortschritt, das sieht man auf der Map dann, wie weit man ist. Neues Handbuch, also man sieht die ganzen Items in seinem Inventar anders. Das Ganze gibt es über Figuren. Und dann weiter. Gameplay, neue Kaufmöglichkeiten für Rezepte. Und es gibt eine Bambussuppe, dafür gibt es dann neue Items, wie Bambussprosse und Goldschmerle, neue Fische, ein neuer Merkwürdiger Hirloch, der wird Primo Gems fallen lassen, also wie heißt sie auf Deutsch? Urgestein. Und neue Einstellungen, Tastaturbelegungen wird es geben, Grafikeinstellungen und es wird dann auch noch Kameraeinstellungen geben. Sorry. Und so weiter. Endlich wird es geben. Eine Sperre für Ausrüstung, heißt, wenn man Ausrüstung in eine andere Ausrüstung opfern kann, kann man ja leider die Werte nicht sehen. Und wenn man die guten opfert, wäre es halt ziemlich schlecht. Und da könnte man dann welche sperren und dann können diese nicht geopfert werden, was ziemlich genial ist. Und im Mehrspielermodus kann man Leute, die eine Welt betreten von jemandem, und dann zum Beispiel glitchen, cheaten oder euch Sachen wegklauen, die könnt ihr dann melden oder euch beschimpfen etc. pp. Und dann werden die, keine Ahnung, wahrscheinlich gebannt, bestraft. Weiß nicht genau. Egal, weiter. Erläuterung zur Anmeldung Carpe Diem. Und zwar wieder, wenn ihr euch 7 Tage hintereinander einloggt, bekommt ihr wieder schöne Geschenke und insgesamt 300 Urgesteine, was wir alle genial finden. Das nächste Tolle. Man kann Barbara bekommen. Wieder. Wer Patch 1.0 bis Stufe 20 kommt, bekommt eine Barbara geschenkt. Wer ab 1.1 Level 18 abschließt und Barbaras Quest abgeschlossen hat, kriegt auch eine Barbara geschenkt. Wer schon eine Barbara aus 1.0 bekommen hat, kann in 1.1 seine zweite Barbara bekommen, um eine Konstellation, also ein Sternbild freizuschalten, was super genial ist. Ich habe schon ich hatte schon 3 Barbaras, also wäre das meine vierte und 7 kann man insgesamt haben. Nice. Gut, also wie gesagt, holt euch einen ab. Ich werde jetzt einen Stream mit dem neuen Account anfangen und schauen, ob ich es schaffe, bis Level 20 zu kommen, bevor der neue Patch kommt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich denke schon, dass es funktionieren wird. Das ist erst anfangen. Da müsst ihr euch aber... Das ist euch wert. Gut. Hier sind die neuen Charaktere. Wie gesagt... Und Diona kommt dann in Patch 1.2 in der Standardbeschwörung. Das sind die Waffen, das ist nicht so wichtig. Überlauf der ganzen Charaktere, für Graf 20 Urgestein, Diona 6 Abenteuer, 6 Ende des Abenteuers Worte, für Bane das mystische Verstärkungserz und für 15.000 Mora. Das ist die Legendenauftrag vom Hafen sehen könnt, kann man zwar Sachen freischalten, aber erst ab Stufe 20 kann man diese Quest machen. Man muss Akt 3 abschließen. Ist nochmal der Pass und sehen, was echt Geld kaufen.
Und das war's im Prinzip. Das ist alles, was wir zu Pet 1. Unendlich haben. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Morgen, übermorgen ist es soweit. Darauf freue ich mich mega. Ich werde endlich Level 40 sein und dann das Ganze super gut angehen können. Hoffentlich schneller auf Level 50 kommen als andere Leute, die sich die ganze Zeit abackern mussten, weil sie ja schon hatten. Ich hoffe, dass diese Quests, die da kommen, zumindest ein paar EP haben, ein, zwei Level zu machen. Wenn ihr bei meinem Stream vorbeischauen wollt, twitch.tv Uncle Finks, und dann fürs Video gerne ein Like da lassen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte diese Kommentare packen. Und so. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Bye bye.